Guten Morgen. Ich habe total lange darauf gewartet, endlich das Spiel The Rise of the Tomb Raider zu spielen. Entschuldigt bitte. Das sind die ersten Worte, die ich an diesem Tage spreche. Ich freue mich riesig. Ich bin total gespannt. Ich habe mich ein bisschen weiterentwickelt, hoffe ich. Will sagen, ich werde mir jetzt erstmal die Tastenbelegung meines Controllers zu Gemüte führen, um nicht wie bei God of War einfach sinnlos auf allen Knöpfen rumzudrücken. Aber ich dachte, ich lasse euch teilhaben, zumindest an den allerersten Schritten. Da steht Optionen drücken, Options drücken, das mache ich jetzt mal. Zack. Ja. Neues Spiel, ne? Vielen Dank für Ihren Kauf des 20-jähriges Jubiläum-Packs für Rise of the Tomb Raider. Ah, okay. Ich kann über das Hauptmenü auf das Croft-Anwesen zugreifen. Sobald Sie die sibirische Wildnis erreicht haben. Oh Gott. Na gut, auch das. Sie haben Ausdauer für Rise of the Tomb Raider erhalten. Dieser neue Spielmodus ist im Expeditionsmenü verfügbar. Sammeln Sie Nahrung und Vorräte, um in der rauen Wildnis zu überleben. Erkunden Sie unterirdische Höhlen auf der Suche nach Artefakten und versuchen Sie, lebendig zu entkommen. Ja, gut, guter Tipp. Mit jedem Tag, der in der unwirtlichen Wildnis verstreicht, wird es schwieriger. Entkommen Sie mit dem Helikopter oder verlieren Sie alles. Oh Gott, ich habe ja jetzt schon Stress. Sie haben Baba Yaga, den Tempel der Hexe für Rise of the Tomb Raider erhalten. Starten Sie ein neues Spiel oder führen Sie Ihre Kampagne fort? Aha. Begeben Sie sich dann zur Sowjetanlage. Okay. Sie haben kalte Finsternis erhalten. Durch einen Einbruch in eine während des Kalten Krieges stillgelegte Waffenforschungsbasis wurde eine mysteriöse Krankheit in die Wildnis Sibiriens freigesetzt, die Menschen in blutrünstige, hirnlose Killer verwandelt. Schaffen Sie es, die Basis auszuschalten, bevor es zu spät ist. Cool. Na dann, auf geht's. Links und rechts Spielstand auswählen. Naja, wir haben ja noch keinen. Schwierigkeitsgrad. Das ist wahrscheinlich der kleinste, ne? Erfahrener Räuber, Überlebender, extrem Überlebender. Ja, wir nehmen den hier. Ausbalancierter Schwierigkeitsgrad. Im Kampf ist Zielhilfe deaktiviert. Wie gemein! Und hier? Hier ist es aktiviert. Feinde haben normale Gesundheit. Oh, ist das fies. Gesundheitsregeneration. Oh nein, nein, wir nehmen das. Komm, das wurde uns vorgegeben. Wir schwimmen mit dem Strom. Was lässt jemanden die Grenzen der menschlichen Erfahrung überschreiten? Sich dem Unbekannten stellen. Als Kinder stellen wir die Welt um uns in Frage. Wir lernen, wir akzeptieren. Und dabei verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Aber einige nicht. Die Forscher, die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere, welche die Zukunft der Menschheit formen. Die anderen! Sie hören auf! Kein Geld der Welt wird sie durch diese Berge kriegen. Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ich weiß. Du solltest hierbleiben, bei ihm. Keine Chance.
Du bist fast da. Warte, bis du das siehst, Lara. Nimm meine Hand. Danke. Sieh dir das an. Fantastisch. Aber der Schnee, der von den Spitzen kommt, sieht nicht gut aus. Der Weg führt darauf. Vom Gipfel aus werden wir einen guten Blick auf das Tal haben. Okay, lass uns vorsichtig sein. Juhu! Aufstieg, erreichen Sie oben. Spannend. Also, die Grafik ist ja der Hammer. Ist ja viel besser als bei dem ersten Tomb Raider, das ich gespielt habe. Hey, selbst wenn wir hier nichts finden, dein Dad wäre stolz auf dich. Ich weiß. Oh Gott. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ach, ich nicht. Hoffentlich falle ich hier nicht runter. Kann ich hier runterfallen? Soll ich mal runterfallen? Alles okay? Nein. Ich gehe jetzt einfach in seinen Fußstapfen. Obwohl ich hätte... Was? Nein! Und jetzt? Bist du in Ordnung? Jonah! Ich bin hier! Ich klettere runter und hol dich! Nein! Okay. Das ist zu gefährlich! Okay, ich geh mal hier lang. Bist du sicher? Hopp. Bleib einfach da! Hopp! Ah, kürzeste Spiel aller Zeiten. Okay, hopp. Ja. Und weiter geht's. Hopp. So, ich versuch's nochmal, ne? Du musst nach oben springen. Ja, geht doch. So. Nein, nein, wir schaffen das. Das ist zu gefährlich. Ich klettere wieder rauf. Einfach da! Okay, na denn? Geht doch! Ich muss ich das jetzt immer drücken? Nein, sie klettert von allein, okay. Und jetzt? Da lang. Hopp! Okay. Ich muss rüberspringen. Läuft doch. Wohin denn so? Echt jetzt? Oh nee, komm, wir sterben doch wieder. Na gut. Hopp. Nein! Oh, lebt noch. Und jetzt muss ich da wieder hoch? Oh nee, komm. So, Lara, nochmal, komm. Hü. So, hier lang. Na, komm schon. Nee, geh mal hier hin. So, und hopp. Nein, 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 hack dich fest. Irgendjemand hat in den Kommentaren geschrieben... Nein! Nein! Dass ich nie nach links gucken würde. Das stimmt überhaupt nicht. Guck! Ich gucke sehr wohl nach links. So, geht doch. Wie soll ich denn da rüberkommen? Wir fallen immer runter. Okay. Nein, nein, nein. Ja, jetzt. Ja, genau. Hat ja eben auch schon ganz toll geklappt. Das war
keinen Stress am Morgen. Okay, die Kamera ist hier so ein bisschen eingeschränkt. Vielleicht bin ich hier ja auch schon richtig. Na, geht doch. Ah, mir auch. Bist du okay? Ja. Los, komm. Tja. Also, das Spiel hat mir noch keine Zeit gelassen, mich mit irgendwas zu beschäftigen. So Menü oder so. Hochstützen. Gut. Aber wir haben uns ganz gut geschlagen, oder? Für die ersten Spielminuten. Wenn ich an mein erstes Lara Croft Spiel denke, bin ich eigentlich nur gestorben in den ersten Minuten. Ja, ist total gemütlich. Ich weiß, wie die Chancen stehen. Aber laut dem alten Fährtenleser gibt's Ruinen in diesen Bergen. Ruinen oder Druiden? Oh nein. Okay. Vorgekommen. Trinity. Der Sturm kommt näher. Wir haben höchstens ein paar Stunden. Das sollte uns reichen. Wir sind fast am Gipfel. Ach, das ist ja toll. Die Kamera ist wirklich viel besser als beim letzten Spiel. Ich kann viel mehr sehen. Ja, sehr schön. Ach, das freut mich. Die war so ein bisschen zickig, fand ich, beim anderen Spiel. Also halt eingeschränkt. So, Lara guckt leicht offensiv zum Berggipfel. Was will sie mir damit sagen? Soll ich da hin oder was? Wohin? Wir gehen mal hier weiter, komm. Ich fand's besser, als er vorgegangen ist. Hm. Was meinst du? Wir sind nah an etwas dran. Ich kann es fühlen. Noch das letzte Stück bis nach oben. Alles klar. Mal sehen, was da oben ist. Der ist doch verliebt in sie, oder? Oh nein, oh nein, oh nein. Okay. Oh. Na gut. Wenn ich jetzt hier runter hops, stirbt er dann auch? Von hier müssen wir klettern. Pass auf das Eis auf, das runterfällt. Okay. Das Eis, das runterfällt. Nein. Na gut. Und er jetzt? Hopst er mit oder was? Oder muss ich ihn jetzt ziehen? Naja, da ist er ja schon. Oh, wie hübsch. Nein! Geh's langsam und ruhig an. Bleib an mir dran. Oh Gott. Oh, Scheiße. Na echt? Das war knapp. Muss das denn sein? Sterben. Wieso ist er denn auch runtergefallen? Er wiegt doch das Doppelte. Er hätte uns echt mal festhalten können. So ein Lappen. Wozu habe ich ihn denn, wenn er einfach mitstirbt? Wie oft ich den Satz wohl hören werde. Pass auf. Gleich kann ich das mitsprechen. Eine halbe Stunde ungefähr. So, okay. Ich muss nach rechts. Komm schon. Mehr Sicht habe ich nicht auf die Kamera. Da oben hin? Ist das Eis? Ist das Klettereis? Okay, wir versuchen es. Ja, okay. Und jetzt so nach rechts klettern. Ach, das ist viel besser gemacht, ne? Toll. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Ich schaffe das. Wollen wir den kleinen Glitzerknubbel nehmen oder den großen Glitzerknubbel? Hm. Wollen wir noch ein bisschen höher klettern vielleicht? Na gut, okay. 1, 2, 3, hopp. Nein! Scheiße. Aber jetzt mal im Ernst. Wieso fällt er immer mit?
Ja, okay, komm. Mach mal. Oh, es sieht doch so aus, als würden wir noch hängen. Bleib da! Ich mach für dich ein Seil oben fest. Genau. Du fällst sonst immer runter. Haben wir ja gesehen. Was jetzt? Oh nein. Was soll ich tun? Oh Gott. Springen oder was? Hat nicht funktioniert. Ich sollte schon irgendwie springen. Gewitter. Na komm, hopp. Ja! Haha! Ich liebe der Eispickel. Ich will auch so einen Eispickel. Hey! Jonah! Wir haben es geschafft! Ich sehe die Ruinen! Oh. Oh oh. Oh nein! Eispickel! Ach was, jetzt hält er sie. Autsch! Autsch, das hat wehgetan. Ich hab dich! Lara! Kannst du mich hören? Ja. Ich zieh dich wieder rauf! Ach, jetzt kannst du das auf einmal. Da! Da drüben! Schnell! Schwing mich zur anderen Seite! Okay. Los geht's. Schwingen und schwingen! Ah, das war ja toll. Und jetzt? Schwingen! Nein! Halt mich gefälligst fest! Schwingen! Hack! Geht doch. Scheiße gesagt. Jonah, such dir Schutz. Nein, wir müssen rennen. Was war noch springen? X, X. springen. Wo lang? Ich sehe nichts. Oh, es ist gemein. Da ist ein Seil. Kann ich das schon benutzen? Habe ich irgendwas, um es zu benutzen? Kann ich nicht einfach hier bleiben? Das ist doch schön. Verstehe. Ich kann nicht einfach hier bleiben. Ich dachte, ich. Das ist nicht. Es ist nicht fair, finde ich. Das ist erst mein viertes Spiel überhaupt. Das ist gemein. Es ist nicht selbsterklärend. Hopp. Naja, aber diesmal bin ich immerhin freiwillig gesprungen. Wo ein Wille ist, ist trotzdem kein Weg. Okay, wo muss ich denn hin? Das ist so ein Flugzeug, irgendwas abgestürztes. Die mögen abgestürzte Flugzeuge, ne? So, und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt. Oh, ich weiß es nicht. Nein, das war falsch. Aber ihr habt gesehen, wenn ich da länger stehen bleibe, werde ich runtergepustet. Das ist auch nicht gerade schön. Okay, da ist doch ein Seil. Was soll ich mit dem Seil machen? Oh Mann, ey. Wow. Ich finde es total genial, dass ich hier abstürzen kann. Nein! Nein, nein! Ich wollte doch nur einen Moment gucken. Wo soll ich denn hinspringen? Soll ich hier vielleicht gar nicht lang gehen? Ich kann auch woanders lang gehen. Ich kann auch direkt springen. In den Tod. So, wir springen jetzt einfach. Hopp! Geht doch! Warum nicht gleich so? So. Och nö, kommt doch auf. Bin ich jetzt schneller? Guck mal, das Spiel, ne? Jetzt lädt es erstmal eine halbe Stunde, weil es fertig ist mit den Nerven. Mach mal, Spiel. Was ist los? Oder ist das meine Atempause? Sollte ich sie genießen?
Okay. Wir leben noch. Sehr gut. Okay, und jetzt, und jetzt, und jetzt. Da lang. Komm schon. Kletter. Hopp. Nein, was machst du denn? Wieso lässt du einfach los? Sie hat einfach losgelassen. Auf ein neues. So. Und jetzt, komm. Komm mal, mach mal schneller hier. Komm. Hopp. Okay. Nein! Ja, kopfloses Rennen in einem Gebirgs... Erdbeben ist semi-sinnvoll. Oh! Ich bin so ungeschickt. Okay. Aber es hat ja auch ein gutes... Je öfter ich es spiele... Nein, nein, nein. Desto schneller kann ich es auswendig, wollte ich sagen. Und auswendig sollten wir es ja schaffen. Nein. Aber ihr habt's gesehen, oder? Ich habe meinen Eispickel gezogen. Ich war nur nicht schnell genug. Also nicht stark genug. Was auch immer. Auf ein neues. Geht doch. Was? Aber ich hab's doch geschafft. Wir sind unter einer Lawine begraben. Ist das Spiel jetzt zu Ende? Sie unsere Existenz auf Erden. Ich glaube, sie tut das. Im Kern vieler Mythen und Geschichten steckt eine Wahrheit. Sie ist nicht wissenschaftlich, sondern etwas viel Tieferes. Der Schlüssel zum Erlangen des ewigen Lebens. Vielleicht habe ich das nächste Puzzleteil gefunden. Aber nicht nur ich allein bin auf der Suche. Sie verfolgen mich. Beobachten jeden meiner Schritte. Ich kenne jetzt ihren Namen. Trinity. Eine uralte, grausame Sekte, die Zukunft der Menschheit unbedingt kontrollieren will. Ich muss sehr vorsichtig sein und meine Familie schützen. Wenn Lara etwas zustoßen sollte oder Anna, dann könnte ich mir das nie verzeihen. Hm.
tut mir echt leid. Was machst du hier? Die Boulevardpresse hatte ich mal wieder im Visier. Ich dachte, du brauchst Gesellschaft. Mehr Lügen. Ist dir jemand gefolgt? Verfolgt? Natürlich nicht. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe das Grab gefunden. Das kann nicht dein Ernst sein. Der Mythos um den Propheten ist wahr. Dad hatte recht. Lara, dein Vater war... verwirrt. Nein. Er stand kurz vor einer großen Entdeckung. Handfeste Beweise für die unsterbliche Seele. Ich liebte Richard. Genauso Amist wie er. Aber Anna, er hatte recht. Alle anderen haben sich geirrt. Das Grab ist in Syrien. Syrien? Oh Gott, Lara, nein! Das ist Irrsinn! Krieg dein Leben im Griff. Geh zurück nach Hause. Du weißt, dass ich nicht zurück kann. Diese Besessenheit ruinierte deinen Vater. Ich habe was gesehen. Etwas, das ich nicht erklären kann. Ich verstehe jetzt, wie Dad sich gefühlt hat. Das sind doch alles Märchen. Nonsens. Bitte, Lara, tu das nicht. Du weißt, wie das endet. Es ist das Einzige, das sich richtig anfühlt. Ich werde das Grab des Propheten finden, Anna. Wow. Was für eine Sequenz. Wieso ist Anna nicht ihre Mama? Wo ist die Mama? Hey, wir kommen jetzt in ein Kriegsgebiet. Wollen Sie da wirklich hin? Wir sind fast da. In der Schlucht vor uns sollte eine Oase liegen. Sie verschwenden Ihre Zeit. Hier draußen ist nichts. Fahren Sie einfach weiter, okay? Ist Ihr Geld. Hier stimmt was nicht. Das ist nur die örtliche Kraft. Sie haben es jemandem erzählt, oder? Die haben besser bezahlt. Sie brauchen... Tja, das nützt eben die Kohle. Bringen Sie uns hier raus! Shit. Nee, oh Mann, die macht aber auch was. Auweia. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kann mich bewegen. Okay, das verlorene Grab. Suchen Sie in den Klippen nach Ruinen. Also, okay, wenn ich das richtig verstanden habe, sind wir jetzt 2 Wochen zeitlich bevor uns die Lawine erwischt. Und suchen das verlorene Grab. Ja, steht da oben drüber. Ist klar. Ich hatte noch keine einzige Pause, mal irgendwie zu speichern oder irgendwas hier zu tun. Ich bin nur gerannt, gesprungen, gehackt, gestorben, gestürzt. Ich werde jetzt hier mal speichern und dann sehen wir uns im nächsten Clip. Ich bin ganz aufgeregt, wie es weitergeht. Bis gleich.